So, schnell durch. Achso, ja, stimmt, draufschlagen. Nice. Oh no. Was? Was hat mir wehgetan? Hä? Nicht von hier? Wie komme ich denn da hin? Ah, da ist eins von den Kackkindern. Ich habe das ganze Spiel halt eben genau mit der anderen Steuerung gespielt und ich komme jetzt mit der quasi neuen Steuerung einfach nicht zurecht und verwechsel die ganze Zeit die Tasten. Weil sich so leichter spielt. An manchen Stellen. So, hallo kleiner Freund. Alles in Ordnung? Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich sagte meiner Mami, dass ich sofort zurückkommen würde, wenn ich von der Maschine ein Raumschiff zum Spielen bekommen habe. Leider hat ein böser Vogel es gestohlen und dorthin getan, wo ich es nicht erreichen kann. Mach dir keine Sorgen, wir werden es für dich finden. Das war schon wieder der falsche Knopf. Also wenn es aussieht, als würde ich einfach richtig selbstverständlich in einen Gegner reinspringen, liegt das daran, dass ich einfach die Steuerung verwechsle. Und zwar die ganze Zeit. Wisst ihr was? Ich glaube, ich komme hier erstmal zurück, wenn ich noch einen Move habe. Weil irgendwie fehlt mir gefühlt einfach alles noch, um da weiterzukommen. Aber hier könnte ich jetzt auf jeden Fall hin. Schon wieder. So. Nö, da kann ich auch noch nichts mitmachen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich auch erst den neuen Eier-Move lernen. Oder die Energie-Eier. Moment. Meine Güte. So, schießen. Nee. Nein, okay. Nein. Wir werden noch sehr auf den Gegner reinfliegen heute, glaube ich. Das Gute ist aber, es macht nichts. Weil es, naja, eigentlich keine Auswirkungen hat, ob wir Aua, Schaden nehmen oder nicht. Okay. Nice. Zäune sind echt mächtig in diesem Spiel. Ich komme einfach an denen nicht vorbei. So, hier war der Anfang. Nice. Ist einfach Rusty Bucket Bay Reloaded. Oh. Da sollte ich nicht reinfallen. War halt ein ziemlicher Reinfall. Moment. Und raus. Und wieder rein. Und raus. Und wieder rein. Nee. Wahrscheinlich kriege ich irgendwie irgendwann mal eine Verwandlung, um hier durch die ganzen Kacke durchzugehen. So, hey, mit Mischta. Achso, sie mögen wohl keine Vögel? Einige meiner besten Freunde sind Vögel. Warum fragst du? Vielleicht können sie mir helfen, an das Eis von dem Eiswagen heranzukommen. Wenn ich das Eis habe, kann ich wieder zu meiner Mutter. Wenn wir die Vögel verscheuchen, sollten wir an das Eis herankommen. Hier bitte, ich hoffe, du bist zufrieden. Es war nicht einfach, daran zu kommen. Dankeschön. Ich werde meiner Mutter erzählen, wie nett sie waren. Auf Wiedersehen. Bis bald. Okay.
Da ist sonst nichts weiter. Ah, da ist noch eine Münze. Verdammt. Ne. Da will ich, glaube ich, nicht weiter lang. Scheiße, über Bord. Scheiße, Mann. Joa. Dann habe ich hier jetzt auch erstmal nichts weiter. Ha! Gerade so geschafft, sich noch rechtzeitig zu verwandeln. Also diese Gingos, die einen auspfeifen. Da geht's wahrscheinlich wieder raus. Oh, nice. Da haben wir Münze Nummer 4. Wo war jetzt der Jinjo? Hä? Ach, da! Wow! Jebaited! Wieder einfach nur das Monstervieh rauskam. Das heißt, unten muss ich wahrscheinlich noch irgendwas machen mit einer neuen Fähigkeit. Gibt es überhaupt hier eine neue Fähigkeit? Noch? Noch zwei. Okay. Müssen wir die erst noch finden. So. Boah, der Goldfedern kann auch nicht schaden. Ach, guck mal da. Auch ganz knapp. So, es gibt nichts Schöneres als diese glitzernden Noten. Und ich dachte, er wäre froh, überhaupt etwas zu sehen. Dieser Move ist besonders wirksam gegen Gruntys feurige Gehilfen. Wähle die Eiseier mit R aus. Pass aber auf, Kazuya, es täte mir sehr leid, wenn die einer davon im Halse stecken bliebe. Und pass auf, dass ich dir keine Frostbeulen verpasse. Das war nicht sehr nett, Kazuya. Also ich glaube, Benjo und Kazuya könnten einfach 1:1 Svenja und ich sein. Ich immer so, oh ja. Alles okay. Svenja regt dich nicht so auf. Und zwar, Svenja flamet einfach alles und jeden. So. Ah, es sind wirklich diese Eisdinger dann. Ja, und Svenja kann mich auch durch die Gegend tragen. Sehr akkurat. Kazuya hasst mich wie die Pest. Trotzdem gibt sie Benjo jetzt den Rest. Sie kann nicht von Benjo lassen, drum muss ich ihr eine Abreibung verpassen. Oh, ich habe keine Eier mehr. Ist nicht so gut. Achso, ich kann natürlich auch einfach zielen. Ich muss nur treffen. Und ausweichen im Idealfall. Der aber wieder zurückgegangen ist. So! So. Es wird nicht leichter. Das ist der erste Treffer. War schon ziemlich gut bisher. So, Hand ist auch weg. Zweite Hand ist auch weg. Ja. Nein, geh nicht wieder runter. Ich will einen Schritt treffen. Nice. Dieser Robo-Jumbo stinkt. Ein paar kleine Löcher und er sinkt. Ich sehe dich in meinem Turm. Zerquetsche ich dich wie einen Wurm. Okay.
Wow, bin daneben gerollt. So, mal gucken, ob wir bei Mumbo noch irgendwas damit holen können jetzt. Moment, falscher Weg. Mal gucken, ob er irgendwie noch eine coole Verwandlung für uns hat. So. Was haben wir denn heute so im Angebot? Benjo hat neuen Totem für Mumbo-Magie. Mumbo hoffen, alles wird gut. Mumbo verwandeln Benjo jetzt. Ist das ein Oktopus? Mumbo nennen das Krake. Krakes große Stärke ist Gehen in Wasser. Was für Benjo ist schädlich? Benutzen A, um zu springen, Wasserbomben schießen mit B. Alter, das Geräusch von dem Ding. Was denn? Aber schön, dass ich jetzt schießen kann. Das ist ein hässliches Mai-Mai. Oh no! Alter, Sprunghöhe einfach. Wie das Erstpuzzleteil Nummer 2. Der Abwasserkanal hier. Hm. Gar nichts geholt in der Welt. Nein. Ich treffe die Viecher einfach nicht. Ja gut, so kann man die auch aus dem Weg räumen. Eine mit dem eigenen Körper und eine mit dem Schuss. Hilfe? Ich wollte gerade sagen, ich hänge in der Ecke fest. Der Sniper-Shot. Damit würde ich Senja stolz machen. So. Bumm. Das ist ein langer Abwasserkanal. So. Und das nächste. Das Quietschen ist voll knuffig. Okay. Ich finde es eher witzig. So, geht's da hinten noch weiter eigentlich? Nein, hier ist Ende. Wie verdreckt ist eigentlich das Wasser, dass es einfach schwarz wird? Okay. Dann haben wir den Bereich hier. Kann ich da noch irgendwie rein oder so? Ja, aber kommen wir wieder hier raus. Eine richtige Ölkatastrophe auf jeden Fall, ja. Boah, ist ja richtig stark hier. Oh. Ich einfach nicht treffen kann. Dann halt nicht. Aber schön, dass ich hier zumindest auch ein bisschen rumlaufen kann. Ich da hinten hin? Hier rüber irgendwie rechts hoch? Nee. Schauen wir mal, ob ich hier irgendwo einen Durchgang dafür finde. Aber sieht auch irgendwie nicht danach aus. Hm. Das rein. Ah! Ich, oder? Okay.
Almighty Zaun. Ich darf nicht mal über... so drüber. Indem ich einfach den Zaun gehe, aber okay. Date. Darf ich es aber als... Vielleicht dann wenigstens als Oktopus weitermachen. So, von da aus auch nicht. Bienen sind einfach evil. Oh. Mehr finde ich aber auch nicht. Ich würde da schon gerne irgendwie hin. Da ist ja ganze Stuff einfach noch. So, ich guck mal jetzt mal eben noch. Eine Münze bräuchte ich für dich noch. Danke fürs Zurückziehen. Ich wollte eh nochmal wieder mich zurückverwandeln. So. Immerhin werde ich immer voll geheilt. So. Wo finde ich hier den ganzen Rest in diesem Level noch? Ich habe das Gefühl, ich war jetzt überall und habe noch nicht mal die Hälfte gefunden. Also müsste eigentlich der ganze Rest noch irgendwo hier oben versteckt sein. Eine Münze bräuchte ich noch. Da komme ich da nicht so hoch? Nee, also ich kann auf jeden Fall nicht über diesen Zaun, weil der Zaun einfach absolut übermächtig ist. Der Zaun ist eindeutig zu hoch. So, führt mich das nochmal hin? Nein, das wollte ich nicht. So rüber. Ah. Wird schon wieder eingesammelt. Ich muss mal drauf klingen. Ich wollte nicht. So. Moment. Komme ich aber auch nicht wieder hoch. Probieren wir nochmal was aus. Bin ich jetzt hier einfach... Ja, fast. Okay, so hat's auch geklappt. So, was war bei dir nochmal? Ach so. Stimmt. Sein Spielzeug. Sein UFO? So, habe ich jetzt alle Kinder? Nun müssen wir alle aber gehen. Nehmt das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Vorsicht, Banjo. Wir wissen nicht, was es mit diesem Puzzle auf sich hat. Vielleicht stinkt es ein kleines bisschen. So, dann müsste ich... da jetzt noch irgendwie dran kommen. Aber ich weiß noch nicht wie. Ich würde das nicht anfassen. Ja. Dem stimme ich zu. Meine Güte. Wenn die einfach 3 Kilometer wieder zurückgeschleudert werden.
No, Gegner, geh von meiner Plattform. Musste der jetzt genau dort stehen? Von allen Orten, wo der hätte sein können? So. Jetzt lass mich mal kurz gucken, wo das Ding ist. Okay. Ich weiß, wie ich dahin komme. Ob ich es in der Zeit schaffe, ist die andere Frage. Nein! Der eine Gegner, der mich weggehauen hat. Du da. Der hat's versaut. Das hätte locker gereicht. Also nicht locker, aber es hätte gerade so gereicht. Ich bin am Ende auch wirklich bei ihm stehen geblieben, damit ich wieder bei vollem Leben bin, um hier überhaupt die Stelle schaffen zu können. Von daher, das war schon so gewollt. So. So, bitte lauf jetzt nicht nochmal in mich rein. Okay. Wow. Weil ich es nicht geschafft habe, den Gegner auf Anhieb zu besiegen, konnte ich da nicht springen. So, Moment. Probieren wir es nochmal. Ob es schneller ist, wenn ich... Ich probiere es gar nicht erst. Ich nehme meinen üblichen Weg, anstatt jetzt versuchen, Zeit zu sparen. Ich frage mich, ob das überhaupt so gewollt ist, so wie ich das hier aktuell mache. Oder ob das wieder ein bisschen Käse ist. Könnte ich mir auch als Käse vorstellen. So. Verdammt. Aber er hat mich wenigstens in die richtige Richtung geschlagen. Yes! Das war aber ultra knapp. Moment. Da komme ich hoch. So, das ist Seemannshaus. Da ist Grunty im Fernsehen. Krieg ich jetzt hier meinen... den Move? Mit den Goldfee? Okay. Didn't see that coming. Ich wollte gerade fragen, ob ich meinen Goldfeder-Move bekomme, aber anscheinend nicht. Na, ich sehe schon, ich brauche auch die Goldfedern. Um die alle mehr oder weniger sofort gleichzeitig zu töten. Da muss ich den echt irgendwo noch finden. Wie schaffe ich es da ständig an den Dingern vorbeizurollen? So groß sind die nicht. Aus. Mich da eigentlich? Vielleicht hoch?
vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay. Ich bin echt ein Meister darin, immer den falschen Dingern vorbeizulaufen. Wo ist die letzte Münze jetzt? Die bräuchte ich, damit ich da wahrscheinlich oben irgendwie weiterkomme. Hier waren wir überall ja schon. Da war ich auch schon. Irgendwo habe ich die letzte Münze noch übersehen. Ist noch irgendwas Neues zu sagen? Danke für deine Hilfe. Nein. Arayos, danke für 5 Monate Treue. Super geil von dir. Und hier ist wieder der Anfang.